Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Vorgabe Kettle und Kopf. Wie gesagt, ich sehe am Gerät fehlt was und das ist die Sateinheit. Das heißt, die muss ich auch noch kaufen. Also, klick F1, scrollen wir mal runter. Und hier ist ja unser Hammer King, ne? Nur zum Gruppern. Der Hammer King 2. Das ist der mit der Arbeitsbreite. Das Getreide, Sateinheit. Maß, oder können wir auch. Das ist praktisch. Wir können wir beides mit einem Gerät gruppern flügen. Also 6 Meter Arbeitsbreite, Tiefe 7 cm, Transporthöhe 2,35. Ja, wo 200 PS ist, wie gesagt, habe ich nicht ganz. Ich habe nur die 180. Vielleicht reicht das, mal sehen. Für das erste Jahr. Ja, mal kaufen, ne? Wo geht das? So, haben wir gekauft. Fuhrpark. Ich werde den einfachen Truck erstmal verkaufen. Ja, ich weiß nicht genau. Verlust. Ah, ich behalte den erstmal. Weil Verkauf macht doch wieder Verlust. Und wie gesagt, zum Düngen und so, da wird er reichen müssen. Achso, starten muss ich mir innen machen. Da muss man dann gewöhnen. Wenn man die Einheit entsprechend anbauen, ne? Ja. Ich hätte noch lange gesucht. Ich sag mal schon mal schönen Dank für den Kommentar vielleicht und den Hinweis. Ich habe es aber gefunden. Aus dem Grund, weil ich das, die Folgen nehme ich immer 7 Tage auf. Mache ich eigentlich immer so. Ein Arbeitseingang, also im Prinzip 1-2 Stunden, vielleicht 3. Und bin dann voll im Fluss drin und kann mich dann auf eine Sache voll konzentrieren. Das gleiche mache ich mit den anderen Folgen und lässt auch so. Da hat es einen anderen Grund. Cosplay fahre, muss ich nicht so oft aktivieren. Das heißt, die fahren dann und arbeiten dann durch. So, jetzt müssten wir eigentlich auch Sarko kaufen können. Hoffe jedenfalls. Oder? Da guckt man vorher nach. Ahne für irgendwas. Ne, Hänger können wir kaufen, ja. Gruppe. Für Mais. Maschine, zack, dreimal Rauch, muss ich mal angucken. Also zweimal ist gemeint. Kann als Basisgetreide und Maß und kann. Ach so. Könnte ich jetzt so nicht erkennen, was der reinpasst. Tüllmenge 1500 Liter, na gut. Da habe ich ja nun, wie gesagt, sehe nun keine Verbindung, ne? Persönlich mag diese Einstellung lieber. Weil ich sehe jetzt keine Verbindung. Ich sehe hier die Schläuche. Aber wie da jetzt das Saatgut hinkommen soll, ist mir ein bisschen schleierhaft. Tellern,
Also ich fahre mal auf blinden Verdacht Richtung Hände. Ich werde mal wieder mal den suchen. Ist der wieder? Nee, der Ortschaft. Am Hof? Wir waren am Rand irgendwo. Unser Kumpel. Tankstelle. Und auf geht's. Ja, hoffen wir jetzt was kriegen, ne? Ich habe ja Platz gelassen und ich. Wurde keiner gesehen. Aber immerhin hat er ausgewichen, ne? Ja. Ist ja auch schwer zu steuern. Tja. Folge 3. Also, Montag, Dienstag, ersten Feiertag. Ich wünsche alle schönen ersten Feiertag. Hab halt die Abend vergessen. Das kriege ich nicht in der Reihe. Müsst ihr mir dann aufschreiben. Jedenfalls war der Montag, Dienstag, Quatsch. Blödsinn. Ich habe den Advent vergessen. Vierter Advent war die zweite Folge gewesen. Dann Mittwoch. Morgen ist Heiligabend. Vergesse ich morgen garantiert. Also, nimm da mal nicht für übel. Ich hab das ja nicht so. Bringen wir durcheinander zwischen LS und Kettle und Cops, weil Kettle und Cops geht immer von Samstag bis Freitag. Das hat den Grund, dass ich da. Ja, ich hab mal so angefangen. Und da ich ja nicht alles auf einmal hochladen. Wenn ich hochladen muss, ich mache es zwar, aber so habe ich für Kettle und Kopf am Samstag noch ein bisschen Zeit, das entsprechend herzurichten, hochladen. Und ich kann dann zur Not die LS-Folge auch am Samstag aufnehmen oder am Sonntag und dann hochladen. Ne? Um es ein bisschen gemütlicher zu machen und so eine Woche ein bisschen verteilen. Und falls mal Unwegzeiten kommen, wie zum Beispiel Überstunden, oder sag mal, fünftenfalls Stromausfälle oder Netzausfälle, das kann auch passieren, dass man letztlich da ist und keine Verbindung, dann ist es ganz gut, wenn man ein bisschen Reserve hat. Denn ich möchte ja gerne recht pünktlich liefern, ne? Und regelmäßig. Das Regelmäßige ist bei mir sehr wichtig. Ich soll hier drauf verlassen können, dass es am Donnerstag kommt, ne? An den Tag, an die Uhrzeit. So, ich bin immer gespannt, ob ich jetzt hier auch Dings kriege. Mein Saatgut. Mal kurz rausnehmen, weil er fährt mir uns hinterm Hof. Beim Zug. Da wollen wir ja nicht hin. Oder gibt es da vielleicht? Mal gucken. Nein, eigentlich nie. Das ist mir blöd. Ne, das wäre ja ein Ding, ne? Kein. Hier ist Gras. Und dann fährt man durch den Haar, das wäre Quatsch. Aber halte ich mal für möglich. Ne, weil der Punkt ist ein bisschen ungünstig gewesen. So. So langsam fahren. So. Steigen. Und Dünger. Jetzt habe ich was gesehen. ja, okay. Hier gibt es zwei Einheiten. Also 6000 und da gehen 3500 Liter rein.
Wir wollten Weizen nehmen, ne? Das ist das Brotgetreide. Kostet 2000, naja, ist egal. Wir brauchen es ja. Das machen wir aber auch voll. Dann Dünger können wir jetzt im Hof von da mal holen. Ist ja ganz gut aufgehoben. Ja, das ist. Ich sag mal, wenn man das öfter mal macht und spielt, dann werden wir das auch öfters gleich finden. Ne? Ist doch ein bisschen anders gesteuert für den LS. Das darf man nicht vergessen. Ich habe gewusst, es gibt doch Saatgut hier. Ich habe doch gewusst, dass wir haben zigmal in der Aufgabe hier Saatgut geholt. Ne? Ja. Aber die meisten Geräte waren nur Sehen oder nur Dünnen. Ja, dann können wir ja mit der Saat anfangen auf Feld Nummer 3. Wo ist das? Vielleicht kaufe ich noch gleich Dünger zu. Das ist 1. Im Besitz. Das ist bei der BGH, würde ich meinen. Wir fahren hier mal her. Mein Hof ist da. Junge, 3. Also Runde 1, 2. Da ist noch eine Arbeit. Weil ich finde da jetzt garantiert nicht hin, also. Im Prinzip die, da ist das Dings. Da. Dann können wir gleich beginnen mit der Aussaat. Da fahr ich jetzt aber hin und nehmen wir nicht mit. Sondern wir werden da einfach mal Saatgut. Und wir werden nochmal hier den Rest vollknallen. Den Rest. Damit er auch voll ist, ne? Nicht, dass wir am Ende sagen, oh, wir haben jetzt Dünger jetzt. Oh, das wäre schlecht. Ja, also. Muss daran nicht scheitern, ne? Wie gesagt, was Problem sein könnte, das ist die Leistung. Das sind die 20 PS, die fehlen werden. Ja, ich sag mal so, damit er nicht die volle Geschwindigkeit fahren kann. Extrem voll. Denk mal, wir werden es versuchen. Okay. Fahren wir die Straße. Und dann N. Aber da fahren wir noch hin, ne? Ja. Ich meine, gut. Von der Gebäudegestaltung her ist ein bisschen dürftig. Sag mal so, ein bisschen. Da fehlt ein bisschen so. Gartentechnisch, ne? Blumen und so ein Zeug. Töpfe. Bisschen unterschiedlich, ne? Gestaltungsmäßig her. Ausbaufähig, sag mal so, aber es ist mal groß und ganz spielbar, ne? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der LS hat auch mal klein angefangen. Ja, und klar, es ist ein ganz anderes jetzt schon Entwicklungsstand, ne? Die haben noch viel mehr Erfahrung. Jeder Modder, der irgendwo was Gutes hervorbringt, ist auch am Ende auch in LS eingeflossen, ne? Die Forstwirtschaft, obwohl Forstwirtschaft noch nicht so gut funktioniert, hat da nicht so gut funktioniert, ist das mit dem Holz aufladen. Also weiß schon, dass ich vorwärts habe, ne? Diese KI-Fahrzeuge aber auch, ne? Dann schleichen sie um die Straße rum. Also egal. Schöner Fehler. Oder im realen Leben, ne? Gibt immer wieder Verrückte, die meinen, die müssen zuerst fahren. Aber gut. Das Thema, wie gesagt, hier die Entwicklung, denke ich mal positiv, dass man die entscheidende Frage ist,
Wie viele kaufen die das Spiel? Wie viele wollen die das kaufen? Denn die Mittel sind im Prinzip gleich eingeplant für die nächste Erweiterung, kann man sagen. Ne? Von irgendwas, oder die Reifen dahin. Und irgendwas wollen sie ja auch leben. Ne? Und in die Bilanz wird keiner reingucken können. Beziehungsweise das Kaufverhalten. Er hat mal gehört, das haben sie mal selbst erzählt, dass die anfangs über 1 Million Spiele verkauft haben. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Das hier ist ja im Prinzip anfangs eine Entwicklung gewesen. Also da habe ich ja gar nicht gespielt. Ich habe mir das zwar zugelegt, ich habe reingeschaut, ich habe hier nichts zurechtgefunden anfangs. Gut, mit den ganzen Szenarien und so wird es einem ja viel erklärt, also da ist das nicht schlecht, ne? Sollte auch jeder spielen, also das ist wirklich zu empfehlen, ne? Halbwegs zurechtzufinden. Aber hier Tutorial zum Beispiel, das ist auch schon eine gute Hilfeleistung, ne? Tja, sind wir am Feld angekommen, ne? Tja. Der Boden ist gut gelockert, laut Beschreibung. Bauer Hannes macht Gruppen mit bis zu 30 cm. Manchmal, oft im Frühling, wenn der Boden weich ist, weniger. Das ist ein reeller Landwirt, ne? Also der macht auch Videos. So, das Feld müsste rechts sein für uns, ne? Das ist schon ein angenehmes Feld, sag mal so. So, dann klappen wir aus. Das machen wir in der nächsten Folge zum Heiligabend. So, der Frühling, ne? Eh passend, ne? Oh, 13, also es hat über eine Stunde gedauert, das Ganze. Es läuft echt Zeit zu Zeit, ne? So, die Frau, das soll es ja schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Auch weiter, geht viel weiter, voll Kettle und Drops. Wer Lust und Laune hat, ist gerne gesehen. Und wer es nicht schafft, welche Überraschung, das kann ich auch verstehen. Aber die Folgen sind ja immer noch zu sehen. Ne? Das kann man ja 2 Tage später angucken oder 3. Je nachdem wie Wetter ist, vielleicht fällt ein bisschen Schnee. Ne? Möglich ist ja. Laut Kai Zorn könnte es wahrscheinlich auch Schnee geben. So, tschüss, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.